Hallo ihr Lieben, ich habe hier wieder ein paar wichtige, kurze Sachen. Ich habe das heute reingekriegt am Abend. Ich dachte, das ist noch sehr wichtig, heute rauszubringen. Ja, wir haben jetzt schon Freitag, den 13. August. Hoch Luzifer bringt Hitzewelle mit Rekordtemperaturen. Ich habe dann geschaut, das ist rausgekommen, 18.59 Uhr. Die Nummer kennen wir schon, aber ich habe wieder ein paar Sachen zusammengestellt. Und wir sehen unten, 48,8 Grad war in Sizilien die Temperatur. Auch keine unbedeutende Nummer. Wir schauen das mal kurz an. Interessanter Name, Hochluzifer. Diesen Namen müssen Sie geben zu einer Hitzewelle. Okay, wow. 18.59 Uhr, also 18.59 Uhr, bedeutet Festival. Also wie ein Fest für die Marriage. Hochzeit, genau. Es ist schon spät. Also, es heißt auf Hebräisch Generation. Auch ganz interessant, ja, wo Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles passiert. Und das war die 48,8 Grad und das bedeutet auf Deutsch im Gegenzug messen. Ja, hier wird also gemessen. Ja, und das sehen wir im Lukas 6, 38, dieser Vers. Und das heißt, gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Ja? Wir hören da ein bisschen Gerechtigkeit. Also, es bedeutet aber auch diese 488, gleichbedeutend mit Rückzahlung, ja, dass Gott die guten und auch die schlechten Menschen alles rückzahlen wird, kommt die Vergütung. Ja. Und dann kam mir im Gedanke der Text von Maleachi 3, wunderschön von 17 bis 21. Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Und ja, im Hebräischen bedeutet noch 488. Verwitwet, ja, wir sehen also die Wortstamm verwitwet, ja, aber es wird als verlassen übersetzt, zum Beispiel in Jeremia, ja, also verlassen, genau, und das ist 6 und 7. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das ist der Heilige Geist und dieser Text ist im 2. Thessalonicher 2, genau, 6 bis 7. Also die Menschen werden verlassen, die jetzt nicht zum Himmel mitkommen können.
Okay, das war jetzt die Hitzewelle und jetzt habe ich dann hier noch drei Erdbeben reingekriegt. Das ist der Süd-Sandwich-Inseln, genau. 6,0 war die Erdbeben und das können wir als Nummer 6, aber als 60 auch interpretieren und dann schauen wir kurz an, was das bedeutet. 6 würde umkommen bedeuten, untergehen, ja. Es werden auch viele sterben bei der Entrückung von den Leuten, die hier bleiben. Und 60 würde bedeuten Trauer. Ja, es wird ein Riesentrauer hier auf der Erde bleiben. Dann kam wieder eine Erdbeben rein, 7,5, auch in die gleiche Platz im Süd-Sandwich-Inseln. Und 75 bedeutet um einen Preis kämpfen. Ja. Und da bei der Verwendung sehen wir, ich kämpfe, strebe. Wie bei einem sportlichen Wettkampf oder Krieg, ich behaupte, wie mit einem Gegner. Genau, also die Braut kämpft. Sie ringt um diesen Preis, das zu erreichen. Ja, also 6,2, da ist noch ein Erdbeben, wieder in die gleiche Platz reingekommen. Und das würde somit bedeuten, ungelernt. Ungeschrieben und bei der Verwendung sehen wir ungebildet, vielleicht mit der engeren Idee, mit der rabbinischen Lehre nicht vertraut. Für mich symbolisch, ich verstehe das so, dass man mit der Bibel sich nicht auskennt. Und wer tut das nicht? Die törichten Jungfrauen. Also ich erkenne diese Symbolik und das war die Bedeutung für mich. Und ja, wenn ich wieder was Wichtiges habe, dann komme ich zu euch zurück. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen in Bezug auf das Jahr, wann ihr das schaut. Hab euch lieb, Gott segne euch reichlich. Bald, sehr bald werden wir uns sehen und bis dahin, Shalom.